Junioren des Rosenheimer Fußballvereins. Das wäre also geklärt. Mindestens.
damit? Der Erlös kommt wohin? Ich habe Weichsel und Abtransmission, alles echt. Also für die Arbeit des Großleiter, Jugend, für die Amtsarbeit, für die Nachwuchsarbeit. Für die Nachwuchsarbeit, hast du schon hergestellt, das ist gut. Also, geht reichlich. Man bekommt ein tolles Gerät, aber es kann nur eingeben. Sieht man im Netz, halt noch ganz kurz, und zwar sieht man das aktuelle Höchstgebot. Ich denke, das ist das, muss man ja sehen, ja, das kann man da kein neues Gebot angeben, was natürlich höher sein sollte, und umso höher der Betrag, umso natürlich würden wir uns als großer Fußballverein. Ja, wir bedanken uns recht herzlich bei beiden Mannschaften, bei der SG Dynamo Dresden, bei der U23 von Hertha BSC und bei den Zuschauern, die heute hier anwesend waren, die Rosenheimer auf der Jahrgangbahn. Kommen Sie gut nach Hause. Wir wünschen beiden Mannschaften, der Hertha BSC, die U23 und der SG Dynamo Dresden, weitere Vorbereitung für die Saison 2016. Und ich denke, wir Dresdner spätestens dann am 6. August zum Auftakt in die 2. Bundesliga beim Heimspiel gegen 1. FC Nürnberg. Bis dahin, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg in der Phase der Vorbereitung bei den Mannschaften. Ihnen allen einen schönen und guten Nachhauseweg. Ich bedanke im Namen des Rosener Fußballvereins für Ihr Kommen und für die schöne Veranstaltung, und gleich sehen wir uns mal wieder. Dankeschön.